Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast. Hallo Maria. Hallo Timo. Bist du gut durch den Winter gekommen? Es ging so. Ich war auf der Berlinale und habe mir so einen Post-Berlinale-Berlin-Schnupfen eingefangen. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Noch ein Grund, dass wir ein bisschen abwarten, bis wir aus der Winterpause so richtig zurückkehren. Auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir uns ja die Füße abgefroren und unseren Gästen die Füße abfrieren lassen am Tresen. Dieses kleine Intro nehmen wir nämlich in einem Studio auf und das ist der große Unterschied. Wir sind ja immer draußen oder irgendwie unterwegs gewesen und wir dachten uns, jetzt im Winter müssen wir einfach mal länger Pause machen. Wir wollen ja niemanden quälen damit, vor allen Dingen nicht unsere Gäste. Genau, und deswegen haben wir so einen schönen Pausenfüller. Unser Kollege Timo Frasch, der ist Bayern-Korrespondent der FAZ, hat sich mit Harald Schmidt getroffen. Und zwar drinnen im Warmen. In der Stadtbibliothek Augsburg. Und die beiden reden darüber, wie man Fragen stellt, wie man gute Gespräche führt. Können wir also auch noch was von lernen. Genau. Und jetzt gibt's hier den Mitschnitt zum Hören. Viel Spaß. Hört man mich? Geht es? Ja? Alles klar. Ich will vielleicht zunächst mal damit beginnen, dass ich versucht habe, irgendeinen guten Gesprächspartner, oder mir überlegt habe, welchen guten Gesprächspartner ich für den heutigen Abend gewinnen könnte. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, Schmidt, wir probieren es mal. Ja, meine Frau gesagt, boah, das klappt, ja. Dann habe ich eine Mail geschrieben und eine Stunde später kam die für mich wirklich überraschende Antwort, jawohl, er macht, klar, kein Problem. Ja. Aber ich, ja? Wahnsinn. Ich wusste, warum ich kein Headset will. Ja. Ja. Aber ich freue mich, dass Elton nach seinem Flop bei ProSieben einen neuen Job hat. Nun bin ich natürlich nicht so vermessen zu glauben, dass Sie nur zugesagt haben wegen mir, sondern ich nehme auch an, weil das Ganze in Augsburg stattfindet. Ist da was dran? Ja, auch, aber schon in erster Linie ihretwegen, weil wir haben ja, ich weiß nicht, haben wir ein oder zwei Interviews gemacht? Da fängt schon an, guck, ja. Ich weiß nicht mehr. Zwei. Es waren zwei. Ja, ja, es waren ja, zwei. Ja. Aber es ist schon weit her, 2011, 2013. So, ja. Und ich lese, das kann ich ja sagen, ich bin täglicher FAZ-Leser und ich lese alles, was Sie schreiben. Und ich finde das sehr unterhaltsam, was Sie schreiben. Natürlich auch inhaltlich, man lernt was. Aber es ist auch, man kann es auch lesen, ohne dass man hinterher einen Korkenzieher braucht, der einem das Hirn wieder auf Gerade dreht. Ja? Das gilt nicht für alle bei der FAZ. Und dann ist natürlich, für mich ist immer bei einer Veranstaltung, ist es gut zu erreichen. Und ich meine, Augsburg war ich ja von 81 bis 84. Das kenne ich, das ist mit dem ICE super zu erreichen und dann ist das überhaupt kein... Es hat ja auch sich in der Stadt für mich nicht viel verändert, also... Ja, naja gut, das ist ja das alles ein bisschen größer und zugemauert, aber die Laufwege sind dieselben. Das Wichtigste ist, der Dialekt hat sich nicht verändert. Ja. Sie waren hier, wenn ich es richtig sehe, von 1981 bis 1984, haben auch mal in Interviews schon Auskunft gegeben über die damalige Zeit. Ich habe mal ein Zitat rausgeschrieben, relativ kurz. Beschissene Rollen in beschissenen Stücken. Genau. Genau, so war es. Ja. Ja? Ja. Können Sie das mal ein bisschen ausführen? Was also, sich darunter, bei der ersten wird vielleicht, wir sind ja hier mit einer Generation zugange, die den Namen noch kennt, Nathan der Weise. Da wird natürlich ein Raunen gehen. Dieses Stück beschissen, bitte, das ist doch Toleranz und Ringparabel und so. Da spielte ich den ersten Mameluk, ja. Eine absolute Scheißrolle, muss man klar sagen. Ja. Und das Stück selber ist eigentlich auch, finde ich, langweilig. Wer will, kann ja die Ringparabel lesen und so weiter. Aber es ist, man geht jetzt nicht rein und sagt, wow, ich habe Karten für Nathan der Weise. Also ich kenne zum Beispiel keinen. Das zweite Stück war die absolute Hölle. Die Nachtigall von Wittenberg, von Strindberg, wurde gespielt, weil Luther vor 500 Jahren hier mal den Tesla aufgeladen hat, glaube ich. Ja, schon hieß es Augsburg, die Lutherstadt.
Da spielte ich den Hauslehrer von Martin Luther in schwarzen Strumpfhosen und mit so einem Röckchen, das fiel heute ganz klar unter Hashtag MeToo. Ja. Das Bühnenbild war nur dunkel, ja, absolut Hölle, und es war so, dass wir hatten dann schon unter diesen Mönchskutten die Privatklamotten an, weil wir hinterher sofort nach dem Applaus im Biergarten sind. Lutherstadt ist das eine, was man mit Augsburg verbindet. Ja, noch wichtiger scheint mir aber auch ein gespaltenes Verhältnis natürlich. Bertolt Brecht, ja, haben Sie da in Ihrer Zeit hier auch, sagen wir mal, berufliche Berührungen mit dem großen Sohn der Stadt gehabt? Wir haben sehr, sehr erfolgreiche Brecht-Abende gemacht in der Kresslesmühle. Weiß gar nicht, gibt es sie noch? Ja. Und meine Stalkerin von damals, genannt Kollegin, ist auch wieder hier, Christel Peschke. Eine Art Jane Fonda von Augsburg. Und die, das ist eine tolle Sängerin, tolle Schauspielerin. Und ich habe Klavier gespielt, habe auch die Sachen vertont zum Teil. Und schon im Größenwahnsinn damals das an den noch lebenden Unsel beim Surkamp Verlag geschickt. Ja, vielleicht, wenn Sie die Brechts nächste Ausgabe rausbringen, dass Sie das zwischen Weil und Dessau mit reinnehmen. Ja. Weil ich dachte natürlich, dass ich da Millionen mit der GEMA verdiene, so wie Paul McCartney und so. Ja. Aber war nicht. Heute Abend ist von mir relativ viel Familie da, was mich sehr freut. Und freut mich auch deswegen sehr, weil wir, meine Familie aus dem Neu-Ulmer Großraum, sage ich mal, kommen. Sie selber sind geboren in Neu-Ulm, also in Bayerisch-Schwaben, sind aber aufgewachsen in Nürtingen, also im württembergischen Teil Schwabens. Mit welchem Teil identifizieren Sie sich mehr und wo sehen Sie den Unterschied zwischen beiden Teilen? Naja, schon mit dem Württemberger Teil, weil ich da einfach aufgewachsen bin. Ja, das prägt ja die Mentalität. Der Dialekt ist ein anderer. Ich wusste, bevor ich in Augsburg war, gar nicht, dass Augsburg die Hauptstadt ist von Bayerisch-Schwaben. Ja? Und das ist ja ein völlig anderer Dialekt. Also das ist ja, in meinen Ohren ist es härter als das Württembergische, jetzt im Neckartal. Auch da gibt es ja wieder Abstufungen. Also da gibt es ja dann, Baden-Württemberg geht dann schon rüber nach Baden, dann Kurpfalz, Heidelberg und so. Und die Mentalität hier ist, würde ich sagen, doch eher schon, also sag mal, als Klischee ist es doch mehr bayerisch von geprägt von der Mentalität. Wir haben in dem ersten Gespräch, was wir geführt haben, 2011, das war kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg damals, haben wir uns über das Schwabentum unterhalten. Und Sie haben damals auf meine Frage, was denn besser sei, Bayern oder Baden-Württemberg, geantwortet. Eindeutig Baden-Württemberg, ich zitiere, Bayern lebt hauptsächlich von seiner Landschaft. Das wirkliche Eliteland ist Baden-Württemberg. Würden Sie, ich bin... 2011. 2011, ja. Ja. Nun, für die, die es hier nicht wissen, ich bin Bayern-Korrespondent, eigentlich hauptamtlich der FAZ, und beschäftige mich deswegen vom Berufswegen sehr viel mit unserem Ministerpräsidenten Markus Söder, der jeden Tag damit zubringt, das Gegenteil zu beweisen. Also zuletzt zum Beispiel hat er gesagt, ja, in Bayern werden jetzt 100 neue KI, künstliche Intelligenz, Lehrstühle aufgebaut, Baden-Württemberg nur 20. Hat Söder das Blatt gewendet? Also, das ist nicht ganz falsch. Ich meine, Baden-Württemberg lebt natürlich von der Autoindustrie. Ja, und da sieht es, ich würde nicht sagen finster aus, aber es sieht nicht mehr so rosig aus. Also ganz banal, Daimler-Benz zahlt nicht mehr 3,25 € pro Aktiendividende, sondern 90 Cent. Entlassungen werden angekündigt im Zehntausender-Bereich. Das kann natürlich so ein großer Konzern wie Daimler-Benz noch abfedern, aber das Entscheidende sind ja die Zulieferbetriebe.
Und die haben nicht das Potenzial, um 20% Umsatzrückgang abzufedern. Also da tut sich einiges dann. Was künstliche Intelligenzstandorte angeht, ist in Baden-Württemberg schon viel geworden. Allein mit einer Firma wie Bosch. Ja. Dann ist so ein Mathe-Hochleistungszentrum in der Nähe von Tübingen mit Leuten, die auch alle wirklich nach Boston oder Stanford gehen könnten oder so. Aber ich glaube natürlich, dass die Attraktivität von Bayern schon ein Vorteil ist. Also wenn ich ein junger Wissenschaftler bin oder so, der sich's raussuchen kann, die Lebensqualität ist hoch in Bayern. Wichtig ja immer, was macht die Frau, der Mann oder das Diverse, the significant other. Man will abends ja mal in die Oper, man will, was weiß ich, zum Griechen oder sonst wohin, ja. Also das ist ja immer der Grund, warum nicht allzu viele nach Schwerin ziehen. Und ich beobachte natürlich mit großer Freude einen irrsinnigen Imagewindel bei Markus Söder selber. Haben Sie ihn denn persönlich je kennenlernen dürfen? Ja. Er war bei mir zu Gast in meiner Show. Und wir haben das war ja sozusagen noch in einer seiner früheren Phasen. Ja. Aber man wusste schon, also dass da ist jemand, mit dem man rechnen muss, ja. Und wir standen dann hinterher noch beim Bier und so und dann irgendwie kam es auf Moral und er hat dann so einen Satz, mit dem ich seither auch gut hausieren gehe, gesagt, Moral ist in der Politik keine Kategorie, außer wir wollen jemand schaden. Ja? Also und hat mir sofort eingeleuchtet. Ja? Also ich erinnere mich, ich habe vor 2 Wochen ein Interview jetzt gerade mit ihm geführt. Habe ich gelesen. Sehen Sie, es freut mich. Ja. Seite 2 FAZ. Ja, ganz genau. Ist ja nicht die Frage, kommt es überhaupt, sondern wo kommt es? Wie groß kommt es? Ja, darin sieht man den intimen Kenner. Ja, natürlich. So ist es. Ja. Seite 2, ja? Aktuell besonders wichtig, großer Aufschlag, 350 Zeilen. Da ging es auch. Großes Foto. Großes Foto, auch ein zupackendes Foto, ist bei Söder auch wichtig, wie er darüber kommt. Und da ging es auch um Moral. Und da war seine Haltung zur Moral jetzt plötzlich eine ganz andere. Ja. Er hat gesagt, ja, man dürfe die Demokratie jetzt nicht nur so arithmetisch beurteilen, also was weiß ich jetzt hier, hat keine Mehrheit bekommen oder so, sondern man müsse moralisch bewerten, wer jetzt eine Mehrheit bekommen habe, ob man den dann unterstützen kann oder so. Also das spricht ja für einen gewissen Wandel. Die Frage ist, die wir Journalisten uns auch jeden Tag stellen müssen, nehmen Sie ihm diesen Wandel ab? Na, das zeigt den Praktiker. Ja? Ich habe ihn mit großer Freude gesehen bei Anne Will, wo er zum Beispiel sagt, wir müssen aufhören mit diesen demokratischen Spielereien. Ja? Wo ja gar nicht klar ist, was das sein soll, demokratische Spielereien. Also er hat ja sozusagen vom Sound her, macht er einen auf Familientherapeut, aber der Blick ist immer noch Shrek. Ja? Also diese Kombi aus fränkischer Mephisto und nebendran saß im stramm sitzenden orangenen Kleid Annalena Baerbock, wer die Sendung auch gesehen hat, und sie fiel ihm ins Wort und sagt, darf ich reden? Danke. Also die 7 Geißlein, ja, und er macht natürlich jetzt Bäume, Bienen, bünstliche Intelligenz, also alles, was mit B Erfolg bringt. Er hat gemerkt, dass die Nummer rechts fischen zu wollen im Wahlkampf nicht funktioniert hat. Und das ist ja durchaus legitim. Ja? Also man muss ja auch klar sagen, die Älteren werden sich erinnern, Thüringen hat mal für eine kurze Zeit einen Teil der Bevölkerung interessiert bei uns. Und darum ging es in dieser Talkshow. Können Sie nachschlagen bei Google, falls Sie nochmal wissen wollen, worum es da ging. Die Union befasst sich ja jetzt im Moment quälend mit der Frage, wer der Kanzlerkandidat werden soll. Nach all dem, was Sie jetzt über den Praktiker Söder Positives ja durchaus auch gesagt haben. Im Sinn von Antischmutzeleien. Sehen Sie, ja. Würden Sie auch in Kenntnis der anderen Kandidaten, die da zur Verfügung sind, die sind ja alles Kandidaten aus Ihrem, man kann ja fast mittlerweile sagen, Heimatland Nordrhein-Westfalen, wo Sie ja auch Ihren Lebensmittelpunkt... Bitte nicht diesen Unterton bei Heimat. Ja. Nein. Heimat ist wirklich... Für uns in Bayern ein sehr positiv besetzter Begriff. Auch die Grünen haben mittlerweile für sich entdeckt. Absolut. Ja. Und für mich die absolute Definition kommt von Hansi Hinterseher. Heimat ist, wo dich der Nachbar grüßt. Sehen Sie. Ich darf das mal ganz kurz einfügen. Hansi Hinterseher hat noch einen anderen entscheidenden Satz gesagt.
seid dankbar, Leidl, und denkt an Thailand. Ja? Als damals der Tsunami war, da ging Hansi Hinterseer wandern mit 7000 Fans. In ich war auch schon mal bei der Wanderung. So. Nicht damals, aber unglaublich toll. Also fantastisch. Große Menschlichkeit. Und er hält eine Ansprache unter dem Gipfelkreuz und er sagte, seid dankbar, Leidl, und denkt an Thailand. Ich habe das kürzlich einem Jesuitenpater erzählt, der ist vor Lachen unter den Tisch gefallen. Ja, weil ich glaube, es ist nicht streng im Sinn der christlichen Lehre, aber... Aber Vorsicht, ich zum Beispiel habe eine Tante, die ist heute leider nicht da, ganz großer Fan von Hansi Grüße bitte. Ja, natürlich. Im Übrigen wird immer wieder darauf verwiesen, dass er ein ganz großartiger Skifahrer gewesen sein muss. Ja, und er ist ein großzügiger Gastgeber. Ich kenne einen Regisseur, der früher den Musikantenstadel gemacht hat. Der war eine Woche bei ihm eingeladen in Kitzbühel. Und dann ist er abgereist und Hansi war schon weg und die Mutter vom Hansi hat gesagt, der Hansi, lasst euch grüßen, er mag euch so, ihr braucht bloß die Hälfte zahlen. Ja. Übrigens, bildhübsche Töchter. Ja, aber bei dem Papa, nebenbei. Bei dem Papa, natürlich, das muss man doch mal wirklich, also... So viel zu Hansi Hinterseer. Ja. Sie hatten danach gefragt. Ja. Kurz nochmal zurück zu Markus Söder, harter Schnitt. Nein, nicht negativ gemeint. Nee. Nicht negativ, dramaturgisch das gemeint. Schon klar. Ja. Ja. Würden Sie sagen, dass Söder oder dass die Union unter den gegebenen Bedingungen an Söder als Kanzlerkandidaten überhaupt noch vorbeikommt? Schwierig. Ich würde es mir als Markus Söder nicht antun, Kanzlerkandidat zu machen. Ja? Je älter ich werde, desto besser erkenne ich den Vorteil einer unglaublich stabilen Position, oft einer 1B-Position. Ja? Ich würde da vorne einen strampeln lassen und aus dem unglaublich gesicherten München, wo wirklich die Tausende aus dem Helikopter regnen, die ganzen DAX-Konzerne, die Forschung, die Preise, die Wohnpreise und so weiter, würde ich ab und zu mal hilfreiche Vorschläge machen. Ja? Macht er ja heute schon. Ja, wieder heute schon. Wie ich heute gelesen habe, Thomas Strobel, übrigens, Ihr Landsmann. Der Schwiegersohn von Wolfgang Schäuble. Ich weiß. Ja. Und ich denke mir oft, wenn ich Strobel höre, ach Gott, was sagt jetzt der Schwiegervater? Ja. Sei doch einfach leis. Halt doch einfach die Gosch. Wobei, ich muss an der Stelle vielleicht mal für Thomas Strobel eine Lanze brechen. Das war positiv gemeint. Immer unglaublich gut gebräunt. Wahnsinn. Und auch noch bereit, nach 6-7 Bier auf einer Preisverleihung jederzeit noch einen kleinen Halbsatz irgendwie einem im Hintergrund zu sagen oder und so. Die Frau, eine der mächtigsten Frauen im deutschen Fernsehen, Christine Strobel, die Chefin der DGETO, die große Produktionsfirma der ARD, die zum Beispiel den Wohlfühlfreitag besetzt. Liebe Sex und Hirntumor, also so menschliche Movies, die wir am Freitagabend zum Wochenausklang sehen wollen, die dann immer gut ausgehen, mit Henry Hübchen meistens als Großvater oder Michael Quistek als sturem alten Sack, der ganz böse ist zu einem 10-jährigen Mädchen aus Afrika, aber am Schluss heiraten die beiden so. Ja. Das ist ein DGETO-Movie. Traumschiff. Also ein Traumschiff ist, Traumschiff hatten wir jetzt zum Schluss. In der letzten Folge hat eine Frau sich in einen Mann verliebt, der bei einer Transplantation das Herz von dem Ex gekriegt hat. Na, wirklich. Vielleicht, ich wollte das Thema jetzt... War so. Ich wollte das Thema eigentlich gar nicht anschneiden, nicht. Aber wenn wir schon dabei sind... Wir haben ein anderes Niveau. So, Na komm, ein Satz zu Silbereisen. Ein Satz zu Silbereisen. Absoluter Vollprofi. Ja. Absoluter Vollprofi. Schätzt sich total realistisch ein. Ja, ist top vorbereitet. Ist ein Riesengewinn. Wir haben 2 Millionen Zuschauer mehr gehabt mit ihm. Und er arbeitet, deswegen rede ich von dieser 1B-Position, sehr in meinem Sinne. Weil ich gucke mir seinen Tourneeplan an und ich glaube, er hat 5 freie Minuten in den nächsten 10 Jahren. Ja. Ja, er spielt Tag und Nacht und ich sehe also, man hat ihn engagiert beim ZDF, ohne zu wissen, dass der Flori schon was zu tun hat. Er hat kaum Zeit, aufs Schiff zu kommen. Ja. Und da hänge ich mich ran. Ja. Also das heißt, ich gucke da rein, sehe, ups, der kann nur 5 Tage von Panama City bis zu den Cayman Islands. Dann ruft das ZDF bei mir an und sagt, ja, wir haben die Sing. Sag ich, also bei mir sieht es dieses Jahr schwer aus. Ich bin in Augsburg und
Ich kann nur von Panama City auf die Cayman Islands. Ja, nee, okay, Flori kann auch nicht anders. Echt? Ja, so. Und das meine ich mit so einer 1B-Position. Ja. Sie haben ja vielleicht doch noch mal eine Frage zu Silbereisen. Sie haben ihn ja dann aus nächster Nähe auch beobachten können. Gibt es Ihrer Einschätzung nach noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Mit Helene? Ja. Im privaten Bereich oder vor der Kamera? Egal. Ich glaube nicht. Ja. Ich habe ihn auch nicht darauf angesprochen, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, ich glaube es eigentlich nicht. Die beiden sind ja Freunde geblieben. Ja. Kinder sind keine im Spiel. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich habe ihn aber nicht danach gefragt. Nicht, dass mich nicht interessiert hätte, aber es wäre mir zu naheliegend gewesen. Ja. Ich mache jetzt eigentlich, will ich sagen, jetzt, ich stelle mich hier in dem Buch als der große Interview-Guru vor und mache jetzt eigentlich was man eigentlich gar nicht machen sollte, ständig von Thema zu Thema springen. Aber deswegen wären ja die Interviews gut. Heute ist ein Schnarch, jetzt kommt es dicke, Achtung. Ja. Heute ist ein Schnarch, langweiliges Interview in der FAZ mit Jörg Thaddäus. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Zu gewollt. Das schneiden wir raus, bitte. Dann. ja. Aber gut, okay. Nee. Ja. Nee, aber deswegen sind da diese Springerei. Ja. Und Sie haben ja aber mit Ihnen kann man es halt auch machen, das muss man auch sagen. Ja, und Sie haben natürlich, Sie machen ja diese Höllenarbeit, dann, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch hier, das alles selber abzutippen. Also man muss überlegen, wir reden dann so 2 Stunden, ja? In Köln, im Excelsior Hotel, beim zweiten Mal. Ich habe es extra nochmal angeguckt. Ich habe es sogar noch auf dem Handy liegen. Ja. Ich hoffe, es wird mir nie geklaut. Ja. Waren es, glaube ich, 3:45. So. Was aber für mich, also ich habe selten ein Interview so wenig abbrechen wollen wie dieses, weil es für mich, ich bin irgendwann in die Zuschauerposition gerückt. Ja, es war für mich einfach eine ewig lange Harald Schmidt-Show. Ja, natürlich. Der einzige Leidtragende an dem Tag war übrigens der Fotograf, weil der Fotograf natürlich ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man wenigstens ab und an mal seinen Mund hält. Und ich war dann immer nebendran gestanden und wir haben immer weitergeredet. Ja. Ja, und sie haben dann Beckenbauer imitiert und so weiter. Also das waren drei Stunden. Ja, für sich. Ja. Wenn du ihn drauf hast, warum nicht? Ja. Also 3:45. Ja, und Sie müssen das alles abtippen. Ich muss alles abtippen. Und dann beginnt die Kunst, aus dem Abgetippten das Interview so zu schreiben, dass es sich eigentlich auch anhört. Mhm. Und das können Sie halt wirklich sehr gut. Und natürlich, ich lese es nicht gegen. Ja, das ist ganz wichtig. Ist das tatsächlich so? Also weil, ja, 100%ig ja, Sie haben, 1000%ig nicht. Also wir haben, wie gesagt, 2 Interviews miteinander geführt. Die waren insgesamt 1000 Zeilen, das ist sehr viel, ja, lang. Und er hat, was völlig ungewöhnlich ist, in diesen 1000 Zeilen einen einzigen Buchstaben nur geändert. Und zwar ging es darum, Sie redeten darüber, was Gerhard Schröder, dass er noch im Anflug auf Tokio habe Rotwein entkorken lassen. Und wer da nicht mitgehalten habe von den Journalisten, sei schon mal unten durch gewesen. Ja, und vor allem von den DAX-Vorständen. Und von den DAX-Vorständen. Ja. Und ich habe versehentlich, glaube ich, geschrieben statt im Anflug auf Tokio, im Anflug aus Tokio. Ja. Und dieser eine Buchstabe, ich weiß dann nicht von wem, von Ihnen offenbar dann nicht, wurde ausgebessert. Ja, nur halt, für mich ein Druckfehler oder sowas. Ja. Aber für mich geht es darum, die Interviews sind ja so langweilig, das können ja Sie erzählen, wie das ist. Es redet ein Politiker auch eigentlich sich ein bisschen um Kopf und Kragen. Der bespricht sich warm. So, dann schreiben Sie das, dann kommt nicht der Politiker, sondern wer kommt? Einer von 50 Beratern. Ja, das ist so, wobei mein Gefühl ist, dass es ein bisschen besser geworden ist in letzter Zeit, weil die Politiker natürlich mittlerweile auch gemerkt haben und von ihren Beratern auch gesagt bekommen, du musst Kante zeigen, du musst mehr Profil zeigen und so weiter. Lass ab und zu mal einen Klartextsatz drin. Ja. Und man muss ja auch sagen, was viele vielleicht nicht wissen oder nicht ahnen, Politiker sind auch Menschen, mit denen man ganz normal reden und verhandeln kann. Also das beste Beispiel für diese Sache war übrigens mit Michael Kloß, ist hier ein Gespräch drin. Michael Kloß! Ja, ich vermisse ihn. Ja, wirklich, ich auch. Ist ein sehr cooler Typ. Und da war es so, da war ich mit einem Kollegen zusammen,
Und das Interview hat auch recht lang gedauert. Das war bei ihm im Hof. Da war so ein, das war nachher beim Abhören schlecht, weil so ein Brunnen immer geplätschert hat. Und er hat das Band etwas, immer so drüber gelegt. Und irgendwann musste einer von uns aufs Klo. Und dann gingen wir aufs Klo und dann sahen wir auf dem Spülkasten bei Michael Glohs Klo drei Figuren stehen. Mao, Lenin und Stalin, glaube ich, oder so. Ja. Und das ist so ein Grenzbereich, weil das ist quasi ein deskriptiver Bereich. Das kommt ja im Interview nicht vor. Ja, so. Und wir haben dann aber so einen kleinen Abschnitt da reingemacht über Michael Glohs Klo. Ja. Und es war ganz klar so, er wollte damit natürlich seine Verachtung zum Ausdruck bringen, logisch, gegenüber diesen Unmenschen, indem er sie auf dem Glohkasten hatte. Ja. Ja. Und dann strich uns dieser Sprecher von ihm, Herr Dr. Fuchs, mittlerweile ein sehr erfolgreicher Strategieberater, Er hat mich diese Woche mit ihm zum Essen getroffen, ja, strich es uns komplett weg. Ja. Und dann fragten wir nachher, Herr Fuchs, wir haben uns doch so gut verstanden und Sie haben so einen verständigen Eindruck, warum haben Sie das weggestrichen? Das wäre doch so schön gewesen, ja, die Message auch so gut. Dann stellte sich raus, dass er sich nur an der Nennung von Mao störte, weil er sehr gute Beziehungen zum chinesischen Botschafter hatte. Lösung, wir haben Mao weggestrichen, Stalin und Lenin blieben und so war allen geholfen. Ja? Also, das ist eigentlich... So hätte man auch Thüringen abwickeln können, oder? Ja, wirklich. Es gibt auch mit Sicherheit 50% der Presseerzeugnisse, die bei das Interview als Überschrift das Klo von Glohs genommen werden. Wie war da bei Ihnen die Überschrift? Ja, etwas konservativ und defensiv würde ich sagen, Müllermeister bleibt Müllermeister. Ja. Ja. Machen Sie die Überschriften selber? Wir haben die Möglichkeit, Vorschläge zu machen. An wen? An unsere Betreuer in Frankfurt. Ja, ja, Moment mal. Ist die FAZ betreute Schreiben? Nein. Ja. Bei uns ist es so, jeder hat praktisch ein Pendant. Ein Führungsoffizier. So, ja. Im Übrigen, dieser Begriff ist... was bei der FAZ vielleicht nicht verwundert, durchaus noch gängig. Ja. Ja, wir dürfen nur mal, also wir älteren Leser erinnern uns ja noch gerne an Johann Georg Reismüller, der ganze CDs aufgenommen hat mit DDR-Songs. Absolut. Ich habe die CD, da geht richtig die Post ab. Die Partei, die hat immer recht. In Bayern nichts Ungewöhnliches. Ja, aber, ja, bis heute übrigens legendärer Auftritt von Reismüller. Einer der seltensten Fälle, wo die Dienstagskonferenz, wo immer die ganze Redaktion eigentlich eingeplant ist, aber in der Regel immer nur die Hälfte kommt, aufgesplittet werden musste, weil wirklich alle Reismüller diese Lieder singen. Ja. Es gibt es, glaube ich, sogar auf CD. Ja, ich habe die CD. Und ihr, aber jetzt, was ist mit der Überschrift? Also, Sie machen Vorschlag? Mit der Überschrift, die systematische Problematik ist, dass wenn wir einen Text einreichen, wir nicht wissen, hat der 3 Spalten oder 6 Spalten. Ja. Deswegen ist es schwierig manchmal mit der Überschrift, weil dann mache ich so eine lange Überschrift und der Text ist einspaltig. Ist blöd, ja. Hätte was. Ja. Also, wir haben natürlich so tolle Leute in Frankfurt sitzen, dass es gar nicht nötig ist, dass wir Vorschläge von draußen machen, weil die in der Regel mit großer Weisheit da agieren. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, der das sehr, sehr gut kann, der mal zum Beispiel drüber schrieb, Westerwelle in seiner letzten Phrase. Finde ich zum Beispiel schön. Ja? Gefällt mir. Ja. Früher war es ja im Wirtschaftsteil so, dass man immer so einen Bezug zum Produkt genommen hat. Ja? Also, was weiß ich, Paulaner Aktie schäumt oder so. Also, das machen sie jetzt nicht mehr. Das gilt mittlerweile so ein bisschen als zu kalaurig. Ja? Also von derlei versucht man sich ein bisschen zu lösen. Aber ab und an, why not? Ja, würde ich sagen. Finde auch. Ja. Aber Sie hatten gefragt, Kanzlerkandidaten CDU. Richtig, also weil ja... Ja, das ist die Aufgabe von dem Sidekick, da sagt Chef. Ja, absolut. Sag mal, Chef, wie war dein Wochenende? Ja, und dann ziehen Sie durch und ich mache nur noch...
Das ist die Aufgabe von dem Sidekick. Ja, Chef. Toll, Chef. Super, Chef. Ja. Ja, wir erinnern uns ja. Sie hatten ja auch Sidekicks in ihrer Show. Ja, der hat es nie begriffen. Ich muss den jeden Tag reinprügeln. Ja, ich sag, du gibst keine Widerworte. Ja. Wenn ich sage, wie war das, sagst du super und ansonsten schweige. So. Aber jetzt mal mit den Kanzlerkandidaten, damit man das, weil das ist, könnte natürlich jetzt auch eine Aussage sein, die für die Agenturen interessant die wird. Die läuft. Genau, die läuft. Die Schmidt für Laschet oder so. Ja. Ja, genau. Wer ist Laschet? Also wie ist, ich meine, jetzt hat ja Röttgen, den meine Mutter zum Beispiel ganz ausgezeichnet findet. Ja. Wir reden, haben in den letzten zwei Abende am Telefon jeweils über Röttgen gesprochen. Ja. Sie finden ihn sehr gut. Fleischhauer hat bei Maischberger auch gesagt, Röttgen sehe aus, wie die Deutschen glauben, ein Kanzler aussehen müsse. Ja? Wie sehen Sie das? Ist nicht ganz falsch. Ja. Ich stelle fest, dass viele Live-Kommentatoren, wenn sie Röttgen meinen, Rüttgers sagen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und jetzt natürlich durch die Kandidatur von Jürgen Rüttgers. Weil das kann schon passieren, ich kann mir das schon erklären. Und Jürgen Rüttgers ist für mich ja als einer meiner früheren Ministerpräsidenten, wie spricht man Jobs wählertauglich aus? Jobs, wie der Laden, ja? Mich interessiert als Ministerpräsident nur Jobs, Jobs, Jobs. So. Ja. Und er hatte auch mal in entspannten Zeiten den Slogan Kinder statt Inder und so. Das wäre heute alles, würde gleich wieder negative Presse geben. Ja, aber man war mal eine Zeit lang unbeschwert. Ja. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass man vielleicht auf Röttgen als Geheimfavorit setzen könnte. Dass die Leute sagen, also ich meine, er ist ja neudeutsch smart. Der Spitzname Muttis Klügster ist ja wirklich genau richtig. Wenn man ihn gesehen hat, wie er spricht ja druckreif. Er ist natürlich ein Vollstreber und so weiter. Er hat diese Wahl voll versemmelt. Aber letzten Endes ist es auch schon wieder den Leuten egal. Er kommt optisch gut rüber. Er ist clever. Und könnte sein, dass die Leute sagen, auch dieses ganze Merz und den Laschet kenne ich auch schon, Dings und... Und Jens Spahn finde ich toll, aber ich will kein Münsterländer als Bundeskanzler. Ich wähle Norbert Rüttgers. Ja, oder Jürgen Blüm oder so. Also das ist ja wirklich wissenschaftlich bewiesen, 30% der Leute wählen bei einer Wahl was anderes, als sie glauben, weil sie die Wahl nicht kapieren oder glauben, Olaf Scholz wäre in der CSU oder so, ja. Und ich würde nicht sagen, dass Röttgers ohne Chance ist. Ja? Ich mein, Röttgers Monotons. Röttger Monotons. Früher, als sie sozusagen noch Arbeit, auch Pflichtarbeit und nicht nur Erwerbsarbeit. Als ich versucht habe, die 35 Jahre vollzukriegen. Richtig, genau. Da mussten Sie sich ja derlei Fragen auch immer unter dem Aspekt überlegen, sozusagen, wie groß ist das humoristische Potenzial dieses oder jenes Kandidaten? Ja, ja, wie ist da Ihr Urteil? Ja. Bei den Vieren? Ja, bei den Vieren, sagen wir mal. Oder ja, genau. Die sind schon alle sehr gut. Also ich finde bei Jens Spahn gefällt mir, wenn er das Haar ein bisschen länger trägt, dann hat er so kleine Löckchen. Ja. Habe ich neulich mal. Ja. Sieht eigentlich von der Seite aus teilweise wie ein Rapper. Weil er hat also Joachim Herrmann übrigens auch. Also, ja. Ja. Bei Joachim Herrmann, den mag ich sowieso, weil wir sind gleich alt. Aha. Und wir sind auch ein ähnlicher Typ. Wir werden auch verwechselt. Ja. Weil er auch so ein schnelles Tempo hat, wenn er quasselt. Und Jens Spahn hat ja diesen fast Boris Karloff-artigen Kopf im Profil. Die Seiten sehr hart anrasiert und oben hat er so Löckchen, also fast so wie Kollega oder so, ja. Und Friedrich Merz halt immer dieser Zeigefinger und dann aber so. Also der ist schon sehr ergiebig zu sagen, ich weiß nicht, wie reich ich bin und nein, mein Flugzeug ist nur ganz klein und so. Und Laschet ist halt so eine rheinische, dieses Dauerlächeln und so. Hat jetzt aber den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen. Natürlich, die Laudatorin war Julia Klöckner. Geheimfavoritin vielleicht? Nee, hat auch ein zu undankbares Ministerium, weil die Bauernnummer ist nicht zu gewinnen, ja.
Es muss was tun in der Landwirtschaft. Und ich meine, wenn jeder zweite Hof den Betrieb einstellen wird, ist ein undankbares Ministerium. Also da hat es der, wie heißt der Kleine von Natalia Werner? Heiko. Heiko Maas. Der profilierteste Linksträger der internationalen Politik. Ich sehe das immer, wenn er reinkommt mit den kurzen Beinchen vor das Mikro. Ich stelle mir das immer so vor, wenn es auf so einer Konferenz heißt, hey, who is this guy there outside? Das ist der deutsche Außenminister. Is it anymore this fat guy? No. He's now with Deutsche Bank. Okay. Also das... Aber sehr guter Instagram-Auftritt. Heiko? Ja, so hier mit Kaffeetasse vorm, weiß ich, UN-Gebäude. Ja, aber wirklich, also ich habe ihn jetzt gesehen, er stand auf so einer Drittstufe, dass er einen halben Kopf größer aussah wie Macron. Ja, beim letzten Gipfel. Und er guckt immer so, als ob er nicht fassen könnte, dass er mit aufs Foto darf. Wirklich. Das ist doch so. Die Bundeskanzlerin geht da rein, uneitel, mit ihrem Look, diese Hose, dieser Blazer, stellt sie einfach hin, Raute, Foto und Heiko hinten, ja, und dann alle zwei Minuten anderes enges Höschen. Wer da modisch auch ein bisschen, modisch, Bodo Ramelow. Wie finden Sie Bodo Ramelow als Fashion Victim? Wäre mal was für Alfons Kaiser. Das wäre, oder wir haben ja in der Sonntagszeitung diese Rubrik, steht mir das? Ja. Oder von mir auch sehr gern gelesen in der bunten, wunderbar, sonderbar. Ja. Na, das ist natürlich ganz großartig, weil Bodo Ramelow, habe ich jetzt festgestellt, hat so einen ganz sanft karierten Anzug. Und mit Weste. Und die Weste trägt er teilweise auch mit einem normalen Jackett. Das ist so diese Zweitliga-Präsidenten-Ästhetik. Dunkelblauer Blazer mit Goldknöpfen zu Jeans und ein blaues Hemd mit weißen Kragen. Und das wäre mal was für die FAZ, die Rückkehr des schwarzen Rollis. Der schwarze Rolli ist wieder da. Auch bei Ramelow. Ja. Auch bei Ramelow. Erst war es Gerhard Baum. Ja, der einer unserer aktuellsten und aktivsten Politiker. Und dann kam Bodo Ramelow, und zwar in der Nachtbesprechung, wo er mal kurz sagte, wie der Stand der Dinge ist in Thüringen. Haben Sie schon festgestellt, Söder zum Beispiel, hat auch ganz interessant, trägt gerne so Thermowesten. Ja. Wie findest du das? Das finde ich gut. Das ist, er hat da auch die richtige, das haben so Gerhard Richter. Der Maler hat auch so eine, nicht Thermo, aber das ist so eine Strickweste, das ist, ich glaube, es ist Armani oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist irgendwas italienisch Gesuchtes und er kommt auch teilweise mit so einem Drei-Tage-Bart jetzt. Was natürlich bei ihm schwierig wird, ist das schütter werdende Deckhaar. Also ja, wenn er ist so, ja so groß, dann das sieht er kaum jemand. Nee, aber ja. Man sieht natürlich, wenn er in so Koalitionsverträgen nachguckt, dann haut das Licht da oben rein. Ich kenne das von mir, deswegen spreche ich frei. Ja? Ich lese nichts nach, sondern ich finde. Ja, aber Söder ist schon, also, ich meine, die legen ja alle ein wahnsinniges Arbeitspensum hin. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich sehe, Merkel, Tokio, da kommt der serbische Ministerpräsident, müssen sie nach Brüssel und so weiter, dann wieder ein Querschuss aus der eigenen Partei. Kräftemäßig bewundere ich das. Das ist natürlich für uns als Journalisten auch immer die Frage, muss man da wieder hin, wenn er wieder irgendwie, was weiß ich, Maibock ansticht? Ja, wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Wie entscheiden Sie das? Nach familiärer Lage. Ja, ehrlich? Natürlich, ja, nee. Und ich meine, wenn man jetzt Söder 100-mal gesehen hat, glaube ich jetzt, dass die Kenntnis über ihn beim 102. Mal jetzt auch nicht komplett in eine neue Richtung geht. Also man versucht ein bisschen auszuhalten, trotzdem noch ein bisschen Sport zu machen nebenbei. Und, komm, Anruf aus der Staatskanzlei, Herr Frasch, der Ministerpräsident ist heute Nachmittag da. Ja, es ist schon so, also bei Söder, das sage ich jetzt aber auch
durchaus positiv. Er hat den Service-Gedanken extrem verinnerlicht. Ja, er kennt natürlich auch unsere Nöte. Ja. Er weiß, dass, sagen wir mal, der Blutdruck bei Journalisten nachmittags um 3:30 zum Teil auch sehr hoch sein kann, und er tut alles dafür. Ich brauche was, ja. Ja, das ist für, uns das Leben angenehmer. Ehrlich? Ja, ja. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Aber ich sage das wirklich in aller, ohne jeden kritischen Unterton, dass er dann, wenn er eine wichtiges Projekt oder eine Vision oder derlei vorstellen will, dann lädt er die Journalisten schon abends zum Vorbriefing ein. Ja. Bei meistens irgendeinem bayerischen Abendessen oder sowas. Und dann weiß man schon, kann man sich schon ein bisschen den groben Artikel überlegen und kommt am nächsten Tag nicht so in Stress. Ich finde das absolut okay. Und wenig Alkohol. Alkohol? Ein Artikel von Timo Frasch, früher Alkohol mit Hang zum Suchtpotenzial. Mittlerweile nur noch Cola und so. Ja, man muss sagen, also da haben sich die Zeiten im Journalismus wirklich geändert. Ich will jetzt da nicht allzu sehr, weil das ja heute mitgeschnitten wird. Und ja, aber jetzt müssen wir schon mal do it the American way. Also ich sage jetzt... Mini-Mike. Ich meine, das sind doch einfach... Entschuldigung. Ich sage jetzt mal so, ich weiß aus früheren Zeiten sehr gut, wie man auch mit 3 Bier, sagen wir jetzt mal, einen Artikel gut redigieren kann. Ja. Also Nachmittag um 3 oder so. Ja. Wenn ein verdienter Kollege zum Beispiel seinen 60. Geburtstag gefeiert hat und man natürlich nicht tatenlos nebendran stehen wollte. Ja. Mittlerweile, muss man aber schon sagen, weiß man doch sehr die Vorteile des klaren Kopfs auch zu schätzen. Was nicht heißt, dass man nicht ab und zu dann doch mal an alte Zeiten wieder aufleben lässt. Aber es hat sich echt stark geändert. Ja. Also, und ich finde jetzt nicht nur zum Negativen, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich. Ja, das ist natürlich. Früher wurde ja, ich kenne es ja vom WDR, wo um 10 Uhr morgens einfach ein Cognac getrunken wurde, weil das beim Griechen so fett war am Abend vorher. Ja. Aber das, gut, das sind andere Zeiten. Aber ich meine, was ich sehr gerne gelesen habe, war so vor 14 Tagen Ihr Artikel über die Partyszene im Februar. Ja, unterschiedliche Events. Ja, genau. Also das ist mir vor allem die ich gehe gerne auf derlei Events. Ja. Also kein Event eigentlich irgendwo ordnen wieder den tierischen Ernst und so weiter, gehe ich immer gerne hin. Also ich habe durchaus erfahrungsgesättigt, wie man das von der FAZ auch erwarten darf. Ja. Und aber mein unmittelbarer Anlass war die Sicherheitskonferenz. Ja. Übrigens Landsmann, mein Nachbar aus dem übernächsten Haus, Wolfgang Ischinger. Ach was? Ja. Oh, Nürtingen. Dann wohnen Sie aber in einer guten Gegend. Ja. In Nürtingen ist das... Nürtingen? Ja, nein, so. Nicht in Köln, so. In Nürtingen. Ach, was? Er ist Nürtinger. Wolfgang Hischinger ist Nürtinger. Ja. Er war sozusagen der Mann, der Joschka Fischer in der Politik am Anfang so ein bisschen an die Hand genommen hat. Ja. Ja, und der Münchner Sicherheitskonferenz? Ja, da ist es mir halt aufgefallen, der Habitus der Leute, sowohl der Politiker, aber auch der Berichterstatter, lässt da in jeder Phase die Wichtigkeit ihres Tuns erahnen. Ja, das ist nicht so, wie wir jetzt hier so über irgendwas, weiß ich, da so lala. Ja, doch, wir sind aber besser. Wir sind ja, wir haben ja eine ganz andere Level erreicht. Unsere Eitelkeit ist ja am Anschlag, weil wir das Ganze sozusagen unterspielt in der Stadtbücherei Augsburg machen. Ja? Das ist ja der Gipfel des Snobismus. Ja? Ich kann natürlich im engen orangenen Kleid zur Münchner Sicherheitskonferenz rennen, Englisch sprechen und mir 5 Sicherheitskärtchen rumhängen. Da bin ich aber einer unter vielen. Aber sozusagen, wo soll ich heute sein? London? Nö, da bin ich in Augsburg in der Stadtbücherei. Da fängt ja der Job erst an. Ja. Das ist ja wie Dylan. Das ist ja wie Dylan. Man geht einfach nur... Ich spielte mal 4 Tage nach Bob Dylan in der Stadthalle Balingen. Ja, und es war derselbe Veranstalter. Und ich sagte, boah, das ist ja der Hammer, Bob Dylan war hier. Und der sagt, hör auf mit Bob Dylan. In 3 Städte habe ich für ihn komplette Hotelsuite buchen müssen, in keiner hat er pennt.
Ja, also da das sind so Sachen, da fang, macht er, ist unbequem für Sie? Will einfach ein bisschen auf und ab gehen. Beine vertreten. Das in meinen Vorstellungen passiert das oft. In den meisten Vorstellungen bei mir behalten die Leute den Anorak an, weil sie eh weg müssen. Ja, also das, ich bin das absolut, der Komfort des Publikums geht vor allem. Ja. Wir hatten ja so locker angedacht mit dem Herrn Idrisovic, unserem Gastgeber, dass wir irgendwann mal noch eine kleine Kontrabass-Einlage reinstreuen. Ja, weil ich glaube, auch viele Hörer des Deutschlandfunks wünschen sich das. Weil das ist ja dieses neue Logo. Dumm, wäre dumm, 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 dumm. Und uns hilft es natürlich, wenn die Stimmung nochmal hochgekocht wird. Eben. Also, vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, oder? Wow, ich finde auch... Ja. Oder? Aber vielleicht ist er gar nicht mehr da. Da sind Sie ja. Ach so? Ja. Wollen Sie auf dem Computer spielen oder wie? Nee. Sitzen Sie die ganze Zeit am Schreibtisch? Haben Sie parallel eine Show, während wir hier reden oder wie? Ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, genau, aber nee, reißen Sie uns ein bisschen von den Sitzen auf Ihrer E-Gitarre. Dumm, 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 in medias res. Montag oder so war ich in Hamburg, stehe im Hotel mit 50 Rentnern, die auch auf den Lift warten. Eine Gruppe aus dem Harz, die Abendskarten für die Elbphilharmonie hatte. Ich sage, oh, das ist aber toll, Konzert der Elbphilharmonie, was hören Sie denn da? Boah, da fragen Sie mich was. Dann zeigt die mir die Karte, Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko. Absolute Weltklasse, ja, also... gibt nichts Besseres zurzeit. 190 Euro die Karte. Ist okay. Ja, so. Nächsten Morgen treffe ich die wieder beim Frühstück. Sag, na, gestern Abend, wie war's? Laut! Ja. Und es wurde aber von den Nachbartischen, ja, es war laut. Also, das finde ich sensationell. Man hat also das Beste, was es zurzeit gibt. Und der einzige Ding ist laut. Das ist aber schon eine Kunstform, finde ich, oder? Auch das wäre mal was für die empfindsamen Damen in der FAZ. Sind die Berliner Philharmoniker zu laut? Ja, bei uns gibt es ja durchaus auch so Rubriken, wo so unter praktischen Gesichtspunkten auf die klassische Musik. 9 to 5 zum Beispiel oder so. Ja. Aber ich kann es mal anregen. Ja. Ja, und das vielleicht, weil das Verena, mögen die im Feuilleton immer besonders gerne, wenn sie Anregungen aus der Politik bekommen. Ja. Achso, das interessiert mich jetzt mal. Das interessiert mich jetzt wirklich sehr.
Ist man sehr verfeindet in den Ressorts oder wie sehr? Also ein renommierter Kollege der FAZ, der nicht mehr im Dienst ist, hat mir mal gesagt, das Motto ist, wir sind alle unausstehlich, aber wir sind alle die FAZ. Ist es so? Auch da würde ich schon sagen, hat sich durch auch... Schade. Es kommt schon noch was. Sagen wir mal, durch Leute wie mich, ich will mich jetzt nicht loben, ja, aber das hängt jetzt auch nicht mit meiner Person zusammen, sondern mit der Tatsache, dass ich Volontär war. Ja. Und je mehr Volontärsjahrgänge es gibt, desto stärker rückt man zusammen, weil Teil des Volontariats ist, dass man in jedes Ressort kommt. Das heißt also, man hat Verständnis für die Nöte des jeweils anderen in den 2 Monaten, in denen man da ist. Aber es gibt natürlich schon noch, sagen wir mal, gewisse, ich würde mal sagen, Überlegenheitsgefühle unterschiedlich begründet. Okay. Also die Wirtschaft denkt, die Politik, die sollen da nur mal machen, im Prinzip das alles Entscheidende ist eh der Markt. Ja. Heike Göbel, der Markt hat immer recht. Zum Beispiel, genau. Recht hat sie. Ja. Die Politik neigt dazu, würde ich sagen, die Wirtschaft vielleicht ein bisschen zu eindimensional oder zu prosaisch anzusehen. Das Selbstbild des Feuilletons, jetzt wird es für mich interessant, das spiegelt sich eigentlich am besten in einem Begriff, der zumindest zu meinen Zeiten als Volontär noch sehr gebräuchlich war, der sogenannte feuilletonistische Mehrwert. Ja. ich will jetzt nichts gegen die Kollegen im Feuilleton sagen, der aber manchmal auch darin bestehen kann, dass man sich mit dem Gegenstand der Berichterstattung im Unterschied zu den Politikleuten eben gerade nicht beschäftigt. Ja. Um den Blick von außen sich zu bewahren. Völlig naiv ranzugehen. Richtig, ja. Also, und dann wird dann in den Text meinethalben über die Landtagswahl im Saarland, der wird dann angefangen, was weiß ich, mit Beethoven oder Bourdieu. Noch besser. Ja, Bourdieu. Genau. Also, oder Science-Fiction-Autoren, die überhaupt gar keiner kennt. Richtig, Sie meinen wahrscheinlich einen Kollegen. Dietmar Dark. Bewunderung. Jetzt soll ich nochmal probieren auf das ursprüngliche Konzept des Interviews. Abends. Ja. Wenn Sie den Abend ruinieren wollen, bitte. Wie sind wir denn zeitlich? Ich habe irgendwie den Blick für die Uhr. Bei mir ist es jetzt 31 Rubin nach 8 Diamanten. Das ist übrigens mein Papa, der heute leider nicht da sein kann. Grüße bitte. Gerne. Ja. Der auch mit einem sehr schönen Interview hier drin ist. Der hat die Interviews alle gelesen und der fand die auch alle sehr gut. Ja. Aber an einer Stelle bei Ihnen hat er eine gewisse Kritik angemahnt, nämlich? Weil Sie gesagt haben, in dem ersten Interview, glaube ich, das sei doch ein Problem in Deutschland, dass Klaus Ernst, wer ihn noch kennt, ehemaliger Linkspartei-Politiker, Porsche-Fahrer, dass er 5.000 Euro für viel Geld hält. Ja. Und dann meinte mein Vater, da komme doch irgendwie so ein bisschen raus, dass ihr Verhältnis zum hart erarbeitenden Geld womöglich auch ein bisschen verrutscht ist im Laufe der Jahre. Nee, das heißt, ich widerspreche ungern, aber ich komme ja aus dem Haushalt wirklich. Ja. Bei uns zu Hause war der wichtigste Satz, das können wir uns nicht leisten. Ja. So. Und damit bin ich super gut gefahren. Ja. Aber definitiv sind 5.000, jetzt mache ich mal richtig einen auf mich beliebt, wer 5.000 brutto im Monat verdient, gehört zu den Verarschten des Systems. Und ich merke an Ihrem Jubel, Sie sehen es genauso. Weil es reicht hinten und vorne nicht.
Sie müssen Kinder finanzieren, Sie müssen eventuell die Eltern unterstützen, Sie zahlen ein Haus ab, Sie haben Abzüge, Sie sind voll in der Steuerprogression da drin. Wenn Sie 200 Euro mehr kriegen, merken Sie das überhaupt nicht. Definitiv. Und der Klaus Ernst denkt immer noch in diesem Bereich, dass Leute sozusagen Geld verdienen, weil sie noch eine Bohrmaschine mehr irgendwie illegal beschäftigen. Geld verdienen ist für mich Amazon, Jeff Bezos. 10 Milliarden in 15 Minuten durch Steigen des Börsenkurses. Ja, also das richtige Geld wird überhaupt nicht mehr durch Arbeit verdient, sondern weil das Geld sich selber verdient. Ja, an der Börse. So meine ich das. Und deswegen schreie ich mich weg, wenn ich Pläne lese, dass jemand mit ab 7.000 Euro oder so unter die Reichensteuer fällt. Ich meine, das ist der Mittelstand, das ist das Rückgrat der Gesellschaft. Man sieht es ja jetzt bei der Grundrente, reine Folklore. Was ist mit den Frauen, die Eltern gepflegt haben, die Kinder großgezogen haben, die einfach nicht auf diese 35 Jahre kommen? Die sehen überhaupt nichts davon. Genau so habe ich das gemeint. Damit würde ich natürlich 80% Wahlen Bundeskanzler werden, aber mich stören die Wähler. Deswegen gehe ich nicht in die Politik. Ja. Immer die Frage, Herr Schmidt, warum gehen Sie eigentlich nicht in die Politik? Ja, mich stören die Wähler, ich bin offen. Das wäre doch besser, als stellen Sie vor, ich müsste im Kindergarten Dreirad fahren und bei Krankenbesuchen Gitarre spielen und so. Ja, das ist doch wirklich, also nein. Da gehe ich doch gleich in die Stadt wie Rainer Augsburg. Sie selber sind jetzt ja quasi im Moment in der Rolle des Interviewten. Richtig. Natürlich. Verdammt nochmal. Hatte ich mir euch zwar aufgeschrieben. Sie kennen ja aber auch die andere Seite des Tisches. Ja? Ja. Haben das Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte lang in ihren eigenen Shows gemacht. Eine schauspielerische Meisterleistung von mir. Ja? Interesse zeigen am Gesprächspartner. Ja? Ja? Ja. Ja. Welche Rolle war Ihnen denn lieber? Na, meine Lieblingsrolle war eigentlich die, wenn ein Gast kam, der den Job begriffen hat und die Frage völlig sinnlos ist. Das ist ja bei den Amerikanern, kann man sehen, die Amerikaner nehmen Platz und die erste Frage ist, tell me about your holidays. Und dann liefert ein Tom Hanks und auch Kevin Spacey und so weiter, liefern dann einfach ab. Ja, so. Und in Deutschland gilt diese Frage in dem Genre Talkshow als oberflächlich. Mit den besten Interviews waren Helmut Berger, wo es um überhaupt nichts ging. Ja, der einfach nur aus Bewegungen und Geräuschen bestand. Ja, so. Und ich sage, wenn du Tiefe antäuschen willst, geh zu Lanz, aber lass mich zufrieden. Also für mich war das Gespräch, das amerikanische Ding, how are the children? Eine Frage von Larry King an Nancy Reagan, how are the children? Und dann liefern die ab. Ja? Ich bin ja überhaupt kein Interviewer, weil ich wirklich, mir war daran gelegen, dass der Gast für gute Laune beim Publikum gesorgt hat, dass die Leute möglichst lachen konnten. Was der erzählt hat, war mir egal. Was haben Sie denn da noch für Leute in Erinnerung, wo Sie sagen, ob, also auch im deutschen Rahmen, optimal abgeliefert, die kann man x-fach einladen, ist ein Selbstgänger, muss ich mich nicht drauf vorbereiten? Ja, das muss man ganz klar sagen, sind Leute wie Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Ja, Bastian, also Dittrich kennt ja noch sozusagen die 14. Strophe von einem Heinz-Schenk-Song aus dem Blauen Bock. Ja, Pastewka hat dann auch so kleine Nummern drauf, wie zu sagen, meine Lieblingssendung bei RTL heißt Jetzt. Was soll das denn sein? Ja, kommt doch immer Jetzt bei RTL. Und so, dann macht er nach, wie sich irgendwie die Dinge auf dem Flughafen die Anzeigen wechseln. So. Also, aber das, es war auch jemand wie Barbara Schöneberger zum Beispiel, der wir eine Viertelstunde vorher gesagt haben, pass mal auf, Babsi, das richtige Kleid hast du schon an. Ist auch ein wichtiger Faktor. Mich, ja. Ja, es kommen wirklich Künstlerinnen, die sind bekannt, weil sie einfach kräftige Lungenflügel haben. Ja, so. Genau aus diesem Grund werden sie eingeladen. Die kommen in einem knöchellangen Wollkleid. Die sind da für den Film Reib mir Pudding auf die Brüste.
und sagen, weil sie auch nie im Leben was anderes gedreht haben, sprich mich bitte nicht darauf an, meine Schwester und ich machen jetzt ein Kinderbuch. Ja? Und das hat mich zu der Dauerpointe geführt, meine Schwester kann nicht malen und ich kann nicht schreiben, jetzt machen wir ein Kinderbuch. So. Und da kommt einfach Babsi Schöneberger und der hat mir 15 Minuten vorher gesagt, heute alles auf Französisch, für sie überhaupt kein Problem. Aber es war ach, das auch, war die Französische Sendung mit ihr. Das war die Französische Sendung mit ihr. Aber auch natürlich Gäste wie Anne-Sophie Mutter, die sagt, sie kommt, aber sie besteht darauf, dass ich Klavier spiele, während sie geigt. Ja? Ich geübt wie der Geisteskranke und wenn, als sie die Fiedel ausgepackt hat, kriegte ich so Schweißausbrüche wie im Pixar-Film, weil ich natürlich nicht mehr wusste, was ist eine weiße und was ist eine schwarze Taste. Neben so einem Weltstar, das muss ich mal sagen, das ist genau wie mit einem Sportler. Ja? Deswegen bin ich ja für Verbot von Amateursport. Ein weiterer Wahlkampfschlager übrigens. Ja. Der Bewegungsablauf eines Profisportlers hat nichts mit einem Amateursportler zu tun. Ja? Bei uns war mal Thomas Struns zu Gast in Wildlederschläppchen. Und da war eine EM, dann haben wir draußen Fußball gespielt. Der hat sich gar nicht bewegt, als er geschossen hat. Der hat unseren Torwart getroffen. Der hatte eine Woche lang einen blauen Fleck. Ja? Also, und ich habe es aber gemacht, weil die Sachen mit Anne-Sophie Mutter kamen sehr gut an, weil die Leute das natürlich genossen haben, dass ich sozusagen geschwommen bin. Also, das nicht konnte, ja. Es gibt ja so, wenn man sich so überlegt, in den letzten 20, 30 Jahren, so, was waren berühmte Interviews? Gibt es ja ein paar so Heroes aus unterschiedlichen Gründen, was weiß ich, Kinski zum Beispiel. Ja. 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 Gibt es ja allerlei mit Alida Gundlach zum Beispiel. Ja. Ja. Ist der da überschätzt oder würden Sie sagen, nee, der hat eine Spielart da gefunden, legendär? Ja, das war damals, war man halt noch dadurch provoziert. Heutzutage ist es ja, hat sich eigentlich ausprovoziert. Ich wüsste nicht, wodurch man sich noch provoziert fühlen könnte. Ja? Ich finde, der Beste war Lagerfeld in den Interviews, weil nach mir die Sintflut, ja, und wirklich einfach, er hat das gesagt, was seine Meinung war zu dem Zeitpunkt des Interviews und ohne Rücksicht auf. Naja, also das ist, die meisten sind langweilig, weil die meisten wollen im Interview etwas darstellen, was sie gar nicht sind oder sie wollen eine Message. Das Langweiligste sind Schauspieler, die über ihre Rollen sprechen oder Schauspieler über Politik, ist auch ganz finster. Oder über Umweltschutz. Also Schauspieler, muss man einfach sagen, lern deinen Text, stoß dich an die Möbel, mach den Kollegen keinen Schatten. Und wirklich, nee, wirklich, und hinterher ab in deinen Wohnwagen. Ja? Das Problem bei den Schauspielern ist, wenn zum Beispiel ein Schauspieler lange Jahre Shakespeare, Goethe, Schiller und sowas auswendig lernt, glaubt er mittlerweile, das wären seine Gedanken. Ja? Und dann wird es ganz, ganz, ganz finster. Deswegen... Shut up and be beautiful. Sie haben den Namen Barbara Schöneberger zum Beispiel gebracht. Das wäre ja so eine Person, wo sich die Frage anschließen könnte. Hat es bei irgendeinem Interview, das Sie geführt haben, auch mal so ein bisschen vielleicht geknistert? Ja, aber nicht bei Babsi Schöneberger. Sondern? Helmut Berger? Nee. Bei wem? Helmut Berger, nee, das schwul, ich bin einfach nicht, also ich bin einfach nicht schwul, ne? aber das, ob einer schwul ist oder diverse, das ist mir vollkommen wurscht, ja? Ich fand schon eine sehr prickelnde Situation mit Anne-Sophie Mutter, ja? Weil einfach dieses sozusagen gequält werden aufgrund von Können, erlebt man in meinem Job nicht oft. Ja? Und aber sonst war das eigentlich. Also ich könnte einen Vorschlag machen, zum Beispiel. Entschuldigung, ja? wie an Sophie Mutter auch in der Richtung drauf ist, sieht man an den Interviews, die sie über Roger Federer gibt. Die kenne ich gar nicht. Ja, ja. FAZ sollte sie mal lesen. wenn Anne-Sophie Mutter den Bewegungsablauf von Roger Federer beschreibt, ist es klar, worum es geht. Und das ist aber fantastisch. Ja? Also mich haben eigentlich immer nur, sagen wir mal, so ein Girlie im kurzen Röckchen, die haben wir ja massenweise gehabt. Ich fand eher so jemand, so eine Frau, die so irgendwie so beim Gericht, wo man noch so Todesurteile fällt oder so, ja, finde ich prickelnder. Ja, also.
Legendär war damals, als Verona Feldbusch oder Pot, ich weiß nicht, wie sie damals hieß, Feldbusch. Bei Ihnen Feldbusch ja. zu Gast war und Sie ihr über das Gesicht geleckt ja. haben. War das damals eine spontane Geste? Ja. Ja? Ja, aus dem Gespräch heraus. Ja, ja. ja na klar. Ich habe ja auch Samantha Fox an die Brust gefasst. Ja? Das wäre heutzutage alles, Sie würden die Bewegung ansetzen und wären schon im Knast. Ist es so? Hat sich das so viel definitiv, geändert? Ja? Definitiv, ja. definitiv. Das ist alles. Also ich wüsste gar nicht, wie ich heute so eine Sendung machen soll. Ja? Also selbst wenn ich sage, wir singen heute mal ein Kinderlied, muss ich mich ja dem pädophilen Vorwurf schon mal in irgendeiner Form schützen. Ja, also 10 kleine Chirurgen aus Syrien kamen. So irgendwie das. Das ist alles, das hat sich sehr verschärft, ja. Bei uns im Journalismus gibt es im Moment gerade so eine Debatte, die auch Interviewer betrifft, ob es bestimmte Leute gibt, die man Kraft ihrer politischen Haltung ja. zum Beispiel nicht interviewen ja. sollte. Der klassische Satz ist dann, man darf denen keine Bühne ja. liefern. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel, als die NZZ von Ihnen, glaube ich, auch geschätzt oder als jedenfalls gelesen. Genau. Genialer, ja. genialer Satz von Hans-Georg Maaßen, habe ich gesagt, leider nicht von mir. Eine Weltklasse-Pointe. Und ich habe nicht begriffen, warum die NZZ sich dagegen gewehrt hat. Erik ja, wahrscheinlich Kuhir, wegen Maaßen. Der strenge Chefredaktor. Ja. Sie haben ihn aber schon wieder interviewt. Ja, also hier, man schafft den Bösewichten keine Plattform. Die haben zum Beispiel Steve Bannon, den ehemaligen Berater ja. von Trump, ja. Interviewt. Und da war ein Riesenaufschrei, wie könne man diesen Mann interviewen und so. Wie ist Ihre Haltung also da Steve dazu? Bannon finde ich sehr unterhaltsam. Hat ja in dem NZZ-Interview den Satz gesagt, nach der Wahl in Brüssel ist jeden Tag Stalingrad. So. Man muss ja sagen, dass Steve Bannon wahnsinnig heiße Luft von sich gibt, aber ja nichts mehr zu kamellen hat. Er sitzt ja nicht mehr am Hebel. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man sagt, also wir müssen jetzt mal die AfD austrocknen und bringen als erstes mal Björn Höcke auf den Titel beim Spiegel. Ja, also der steht eine Woche lang am Kiosk in einem, wie ich finde, sehr guten Foto. Man kann jetzt von ihm halten, was man will, aber das Foto war toll. Das gleiche war bei Maybrit Illner. Dort wurde Gauland eingeladen und dahinter wurde so wirklich, also ja, sehr, sehr gekonnt, immer wieder ein Riesenfoto von Höcke eingeblendet, wo man sagt, guck mal an, der hat es nicht mehr nötig, da zu sitzen, ja, der schwebt nur noch per Foto rein. Also man muss sich schon ein bisschen überlegen, was man macht, finde ich, ja, weil so ein Bild natürlich eine viel stärkere Wirkung hat, als wenn jemand redet unter Umständen. Ich glaube, das wird überschätzt. Die Leuten eine Plattform geben. Wenn einer eine Plattform haben will, sucht er die sich. Ich glaube, man kann das nicht. Und letzten Endes sind ja dann auch die Bösewichte oft medial zu ergiebig. Also man kommt in gewisser Weise gar nicht an ihnen vorbei, schätze ich mal. Ja? Sie leben ja im Rheinland, wo, wenn ich das richtig sehe, im Moment kräftig Karneval gefeiert ja. wird. Wir hatten ja nun vor 2 Tagen dieses üble Ereignis in Hanau. Ja. Ist, um jetzt mal dieses ernste Thema hier auch mal reinzubringen, ist Karneval feiern in diesen Tagen sozusagen gerade das Falsche oder nicht gerade das Richtige, weil man damit im Grunde erfüllt, was die Politiker nach derlei Ereignissen immer sagen, wir müssen weiter leben, weiter feiern, weil sonst die Terroristen und die Rechtsextremisten Recht behalten. Ja, das ist ja auch eigentlich so. Ja, ich meine, also egal, welche grauenhafte Dinge passieren, es geht ja weiter. Und in Köln war das vielleicht waren das eben, wie Max Frisch gesagt hat, die inkommensurablen Ereignisse verlaufen synchron. Ja? Die Kölner Oberbürgermeisterin hat ja vor Jahren selber nur sehr, sehr, sehr knappen Attentat überlebt. Und der Leiter des Kölner Festkomitees ist der Betreiber des ältesten Bestattungsunternehmens von Köln, in der 5. Generation. Ja? Man hat da vielleicht in Köln einen anderen Bezug. Ich kann mich einmal erinnern, dass man überlegt hat, den großen Montagszug abzusagen, das war beim ersten Irakkrieg. Ja? Aber
Also es passiert ja dann auch so, als die ganzen Karnevalsfeierlichkeiten schon angelaufen waren, ja. Ich denke, man hat es da ganz gut gehandelt. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich immer sowas nicht entscheiden muss, ja, weil es ist, das führt ja dann noch weiter. Was ist der Grund von Karneval, ja? Die Vergänglichkeit des Fleisches und so weiter. Ja. Aber das ist, ich meine, man muss sich einfach vorstellen, was in so einer Stadt wie Köln an Karneval los ist. Da sind 1 Million Leute auf der Straße. Ja. Wie ich das dann gut gestoppt kriege oder so und ob das richtig ist, bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Ihr Kabarettistenkollege Josef Hadersch hat in einem Film Stefan Zweig gespielt. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Zitat von Zweig stammt oder ob es sozusagen nur in dem Film ihm in den Mund gelegt ist, was ich in dem Zusammenhang aber ganz interessant finde und Sie mal fragen wollte, ob Sie damit was anfangen können. Es lautet nämlich, jede Widerstandsgeste ohne Risiko ist nichts als Geltungssucht. Ist da was dran? Schon, ja. Glaube ich schon, ja. Also weil ja im Moment gerade relativ viele Leute wieder unterwegs sind und aufrufen zu und ihre Meinungen sagen und so weiter, aber natürlich alles in sozusagen in den geschützten Foren der sozialen Medien. Also soziale Medien kriege ich definitiv nicht mit. Ich bin nirgends und ich weiß auch gar nicht, wie man da reinkommt, ehrlich gesagt. Es interessiert mich einfach nicht, was irgendwer was für eine Meinung hat. Ja? Also es interessiert mich einfach nicht. Ja? Und mit Widerstand und das sind ja alles so große Themen. Ich finde ja auch die Verwendung der Begriffe Nazi und Faschismus ein bisschen inflationär. Ja? Also wenn ein Hausmeister sagt, fahr dein Auto weg, heißt Faschist. Da fragt man sich auch, ob das nicht ein bisschen sehr leichtfertig ist gegenüber den Leuten, die damit wirklich leben mussten. Ja? Keine Ahnung, aber das ist wirklich auch was außerhalb meiner Kompetenz liegt. Dazu äußere ich mich auch nicht öffentlich, weil das fällt ja auch unter die Rubrik. Ich muss ja nicht zu allem was sagen, ja? Ich frage jetzt mal gerade mal nach, wie wir in der Zeit sind, weil dann würde ich jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, würde ich sagen. Das liegt an wie bei Ihnen. Also ja. Ich sehe natürlich, dass das Publikum trinkt jetzt schon Alkohol. Ja. Ich trinke niemals während oder vor einer Veranstaltung. Niemals gemacht. Ja. Das ist der Anfang vom Ende. Ne? Sie? Eigentlich, also ich habe heute auch nichts getrunken. Also es gab schon Fälle, wo ich was getrunken habe, aber es ist nicht gut gelaufen. Man wird unkonzentriert, In der Tat, ja. Also, ja, ich würde sagen, haben Sie die Schnauze langsam voll oder wollen Sie weg? Oder? Ja. Sollen wir noch ein bisschen machen? Ja, ja, aber wenn Sie schon mal echte... Ja. Ja, aber ja. Wenn... Also ich würde... Wenn Sie schon mal da sind, ne? Weil Sie haben vorher den Namen Markus Lanz erwähnt, ja. Meines Wissens ist er dieses Jahr in irgendeiner Rubrik, aber glaube in einer wichtigen Rubrik als Journalist des Jahres sogar ausgezeichnet worden. Und er hat ja eine sehr interessante Art der Interviewführung, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen. Er rückt ja immer sozusagen so nahe ran und ist immer so leicht und hat dann auch die Hand immer fast schon. Ich habe von Ihnen mal gelesen, Sie mögen dieses leicht penetrante auf die Pelle rücken jetzt nicht so gerne. Ist er ein großer Interviewer oder würde Ihnen das so ein bisschen Ich gucke es nicht, ja, aber ich das ist was ich gelernt habe. Gegen Erfolg gibt es kein Argument. Ja? Wenn jemand erfolgreich ist und Sie fragen, stehen Sie einfach nur als Nörgler da, er ist wahnsinnig erfolgreich. Ich beobachte in der medialen Verarbeitung von ihm die Tendenz, dass ich immer häufiger lese, er stellt eigentlich die besten Fragen von den Fernsehinterviewern. Kann sein, dass es so ist, aber schon wieder, muss ich sagen, interessiert mich nicht. So ging es mir im Gespräch mit Wondracek, das ist der Titel. Ja. Er sagte zu mir, wissen Sie, Herr Frasch, so langsam, ich habe ehrlich gesagt, verliere ich die Lust, Sie stellen mir andauernd Fragen,
die ich mir nie gestellt habe. Und so viel zum Thema toll, Überschriften, aber, das geht noch weiter aber, und die mich eigentlich auch gar nicht interessieren. Ja, aber das ist aber dann, das wissen Sie ja besser als ich, dann lebt ja so ein Interview. Da muss man durch als Journalist. Ja. Es ist ja auch eine Auszeichnung, dass so ein Mann wie Wondracek das zu Ihnen sagt. Weil Wondracek ist natürlich wirklich ein guter Typ. Wer übrigens auch noch fantastische Interviews gibt, ist Klaus Lemke, finde ich. Der Filmemacher. Mhm. Der gibt natürlich nicht mehr viel, aber wenn, dann ist das ist ganz toll. Ich glaube, der wohnt in München. Ab und zu sieht man den mal. Der ist jetzt auch schon so ein bisschen, ich glaube, so um die 80 oder sowas. Ja, aber, und da gibt es sehr gute Interviews. Ja. Weil bei Lanz, da sitzen immer die 6 Leute, die man dann an dem Abend haben muss, aufgrund der medialen Aufgeregtheit. Da schlafe ich schon längst. Ja, also das, mich interessiert auch nicht, was gesagt wird. Also wer da weint oder wer tote Mutti grüßt oder so. Das muss ich ja nicht wissen. Ich höre morgens 2 Stunden Deutschlandfunk, dann lese ich die FAZ, dann lese ich die Neue Zürcher, dann gucke ich ein bisschen, was ist bei Spiegel und Bild.de. Top 5, sehr oft dasselbe. Ja. Hat Frank Otto wirklich geheiratet? Ja, woran merkst du, dass eine Minderjährige auf dich steht? Oder so sind dann diese Themen. Dann spiele ich ein bisschen Mikado, dann trinke ich Kaffee, dann gucke ich aufs Fenster und dann gehe ich schlafen. Ja, also was bei Lanz geredet wird, ist ja doch was für Frauen meines Alters, die sagen, wie ist er denn wohl so privat? Ne? Der Markus. Aber er ist ein netter Kerl und was mir bei der Karriere von Lanz gefällt, was man ihm zugutehalten muss, er hat den Flop mit Wetten, dass überlebt. Ja? Das ist schon mal nicht einfach. Und was mir natürlich am allermeisten gefällt, er wäre niemals so weit gekommen, wenn Kerner seinen Größenwahnsinn im Griff gehabt hätte. Kerner hatte ja diesen Slot. Das stimmt, ja. Und er ging zu Sat.1, floppte gigantisch, hat sich auch davon nicht mehr richtig erholt. Ja? Und in diese Position ist Lanz jetzt reingegangen und der wird das machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Weil es scheint mir Spaß zu machen, er verdient gutes Geld und die Leute mögen ihn. Ja? Also, ich beschäftige mich damit weiter. Lanz, sehr erfolgreich, weitermachen. Wenn Sie mit Leuten Interviews machen, entweder in der Position des Interviews oder umgekehrt, und Sie merken, es wird wahrscheinlich häufiger schon so gewesen sein, auch in Ihrer Show, der Gegenüber ist total nervös oder blockiert oder der performt überhaupt nicht so, wie ich es von ihm aus dem Vorgespräch zum Beispiel kenne. Was machen Sie dann, um den, ich habe es Ihnen vorher auch schon gesagt, wenn Sie merken, Frasch ist nicht so gut drauf, dann leiten Sie mich ein bisschen oder sowas. Was machen Sie dann da, ja, um den Gegenüber so ein bisschen an der Hand zu nehmen? Naja, wenn jemand sehr... Das Publikum bei mir im Studio hat bei jedem Gast drauf gewartet, dass ich ihn schlachte. Ja, das geht aber nicht. Und zwar aus ganz praktischen Gründen, dann kommt keiner mehr. Ja, ich brauchte einfach 250 Gäste pro Jahr und da konnte man nicht allzu wählerisch sein in Deutschland. In der Endphase wusste ich nicht mehr, heißt er so oder die Rolle, die er spielt. Ja. Ich habe dann auch, man hat die Gäste immer vorher kurz begrüßt in der Garderobe und dann sagte, nee, ich bin der Manager, das ist... Achso, ja, ne, sorry. Ja. Das ist aber bei den Amis auch nicht anders. Das ist, Letterman hatte ja mal eine Top-10-Liste, Top 10 Lies Dave is Telling to His Guests, Number 2, I Love Your Movie, Number 1, I Read Your Book. Ja. wenn ich gemerkt habe, der ist so nervös, dass es mir vielleicht wegbricht, dann bin ich noch mal was auf eingegangen. Also wenn er zum Beispiel gesagt hat, ich finde wichtig, dass wir was fürs Klima tun, ja, und ich merkte, damit war er am Limit. Dann habe ich sozusagen in mir den Lanz von der Leine gelassen. Dann habe ich gesagt, ich fand das sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Vielleicht lass uns noch mal drüber reden. Klima, können wir da alle was tun? Und dann merke ich, das ist ein Thema, in dem er zu Hause ist. Ja, und dann sagt er, ja, wir sollten die Heizung runterdrehen. Sag ich, das finde ich eine gute Idee. Danke, dass du hier warst. Und dann kam jeden Abend von dem Gast, der sagt, was, das war's schon? Und dann sag ich, du, das waren 12 Minuten. Ja, und der Gast ist ja dann so Adrenalin vollgepumpt, der kann es nicht beurteilen, wenn ich dem sage, das waren 12 Minuten, ja. Und ich habe gesagt, Antrag, waren das 12 Minuten? Es waren 14, Chef. Gut, er sagt's auch, ja. So.
Also man hat dann Leute einfach auch früher, und zum Beispiel jemand, mit dem sie auch ein schönes Interview gemacht haben, Otti Fischer. Wenn Otti Fischer kam, haben wir das komplette Programm geräumt. Ja, da wurde gar nichts vorbereitet. Da haben wir einfach diesen Sessel reingestellt, in den er gepasst hat. Und dann kam Otti und das war immer, also Otti war zum Beispiel, es waren einige, die erfolgreich, auch von den deutschen Gästen, ich tue da Unrecht, jetzt waren mir viele nicht mehr einfallen und so, aber Otti hat natürlich tipptopp funktioniert und hat auch geliefert. Ja? Gab es denn welche, wie man es manchmal von den Amerikanern hört, die so wahnsinnige Ansprüche gestellt haben, was weiß ich, die Studiotemperatur muss so und so sein, hier muss irgendwie eine Masseurin in den Kinder. Kann ich ganz präzise sagen. Ich sag's mal erst andersrum. Keine Ansprüche haben gestellt. Prince, David Bowie, Iggy Pop, Tom Hanks. Ja? Ansprüche haben Uschi and the Muschis featuring DJ Bibi. Eine Kurzkarriere von 7 Minuten aus der Westeifel, ja, gewisses veganes Wasser und so weiter, ja, aber da habe ich gelernt vom früheren Produktionsleiter des Süddeutschen Rundfunks, bei dem Milva gewisse Temperaturen im Hotelzimmer fördert. Und da kam einfach der Satz, die da beschissel kann froh sein, wenn ihr ihr Playback richtig um abspielt. Ja? Also, den haben wir alles zugesagt, ja. Und wenn die dann kamen, haben wir ihnen sehr, auch verbal gesagt, sei froh, dass du hier auftreten darfst. Ja. Also das kann man sagen, je kurzfristiger die Karriere und je geringer die Begabung, weil die lesen natürlich, was ein Star angeblich fordert. Prince hatte nur eine Bedingung, er will nicht angesprochen werden. Was mir aber sensationell recht war, weil ich hätte auch nicht, was soll ich ihn fragen? Was soll ich fragen? Mr. Prince, your composition is a very... Er saß bei den Technikern in so einem Lagerraum, hatte irgendwie so eine alte Decke über den Knien, zirpte so auf seiner Gitarre rum. Dann ging er rein zur Probe, auch mal interessant zu sehen, die Band, also die absolute Weltklasse, er ging rein, kriegte die Gitarre gereicht und fing an, ja. Und die Band sofort mit, ohne einzählen, in der Probe. Und dann flüsterte er und dann sagt er, was ist los? Ja, er findet es hier gut, er spielt 2 Songs. So, und jetzt müssen Sie natürlich das Fernsehgeschäft kennen. Ich war mein eigener Produzent, ich sagte, großartig, Prinz spielt 2 Songs. Das heißt aber nicht, dass nicht der Redakteur des Senders kommt und sagt, du, wir haben doch da noch den Programmhinweis aus das Müttergenesungswerk. Und dann haben wir ja noch die Schalte nach Bad Wörishofen, wo Tina Hassel Fußpilz bekämpft. Ja, sag ich. Da müssen wir natürlich dann auch wieder mal die wichtigsten Methoden von Stalin kennen, um mit diesem Mann zu reden. Ja. Prince spielt, sagt, er will 2 Songs spielen. Also Prince ist überhaupt da. Ja. Prince will 2 Songs spielen und du wagst es überhaupt, Luft zu holen, mein Sohn. Shakespeare schafft ihn fort und weimt um ihn. Ja. Es war wirklich so. Es war so. Wie, ich könnte mir vorstellen, dass Sie einfach qua Ihres Geschäfts jemand sind, der bei manchen Gästen den Ehrgeiz weckt, dass die versuchen wollen, lustiger zu sein als Sie. Ja. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe das jetzt heute nicht allzu sehr versucht. Nee, aber Sie können ja was. Ja. Das ist ja aber ein ganz großer Unterschied. Ja. Ja. Und die Lustigen sind oft irgendwelche Chirurgen oder sowas gewesen. Ja? Also lustig waren halt so, sagen wir so, mit dem Lustig haben immer Leute versucht, die so ein anderes Image von sich zeigen wollten. Die sich sowas zurechtgelegt haben, ja. Und die haben natürlich nicht den unfassbaren Hass des Studiopublikums auf sie geahnt. Ja. Diese Kotzgeräusche, die das Publikum am Abend vorher gemacht hat, wenn ich den Gast für nächsten Abend angekündigt habe, ja. Was auch peinlich oft war für den Gast, der gerade da saß, ja. Ich sagte, Erwin Piesepamp und so, super, toll und viel Erfolg, deine Serie und so. Das war's für heute Morgen Abend, meine Damen und Herren.
Tom Cruise. Oh Scheiße, und ich bin heute hier. Ja? Also, das muss ich sagen, war mir vor dem Gast ein bisschen unangenehm, aber his problem, oder? Ja, also. Ich würde jetzt mal zu den, damit Sie auch ein bisschen sozusagen mit Ihrer Zeit haushalten können, zu den letzten drei Fragen ansetzen. Ja. Ja. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und ich will, was auch immer gern gemacht wird bei Interviews sozusagen, dass die eine gewisse Form bekommen, die vielleicht einen Kreis beschreibt, dass man am Ende auf den Ausgang zurückkommt. Ich will nochmal auf Markus Söder zurückkommen. Gerne. Der im Moment ja immer sagt, es fehlt uns an großen Entwürfen für die Zukunft. Es werde zu klein gedacht. Die große Koalition sei ja eine große Koalition, weil sie große Sachen machen solle, sonst würde sie Kleinko heißen, sagte er. Hm. Schreibt er das selber? Oder ist ja, das? Ist von ihm selber. Ja. Ja. Okay. Dazu haben Sie mir einen interessanten Satz gesagt, 2013, den will ich Ihnen kurz vorlesen und fragen, ob Sie immer noch dieser Ansicht sind. Zitat Schmidt: Große Gestalter und radikale Reformer haben wir schon genug. Was wir brauchen, sind die Milliarden von Deutschen, die jeden Tag pünktlich zur Straßenbahn rennen, ein Reihenhaus abbezahlen und sich für ihr neues Auto verschulden. Genau. Würde ich heute noch. Also das neue Auto ist aus der Mode gekommen, glaube ich. Ja? Weil man nicht mehr weiß, darf ich morgen noch damit fahren. Aber Visionen, ich glaube, das will auch der Wähler nicht. Ja? Das ist der Erfolg von Angela Merkel. Man muss ja auch mal sehen, wie jetzt über sie geschrieben und gesprochen wird, über eine Frau, die 4 Bundestagswahlen gewonnen hat. Ja? Das wird natürlich hauptsächlich von Leuten gemacht, die niemals auch nur irgendwas gewonnen haben, sondern maximal über eine Landesliste. Also so, mein Lieblingsding ist eigentlich Katharina Barley, die Wutausbrüche vom Blatt abliest. Ja? Es läuft doch bei uns wirklich fantastisch. Also Sie haben eine große lateinamerikanische Affinität und die Comedy-Serien Narcos und El Chapo zeigen uns doch durchaus, dass es Länder gibt, in denen es nicht so gemütlich zugeht. Und das ist jetzt natürlich angesichts der Ereignisse, die wir gerade erlebt haben im Hanau, ist es natürlich, klingt das ein bisschen merkwürdig, aber das ist natürlich ein grauenhaftes Verbrechen. Aber wie gesagt, die Erde wird sich weiterdrehen. Und was ich glaube, bei uns wahlentscheidend ist, ist, dass man eine verlässliche Stabilität hat, dass man eigentlich die Politik gar nicht bemerkt, sondern die sollen eine funktionierende Verwaltung. Ja, das ist eigentlich, man sieht ja, was mal los ist in Ländern, wo eine Verwaltung nicht funktioniert. Und meine zwei großen Lieblingsthemen sind sowieso erstens der demografische Wandel. Und das Zweite habe ich jetzt vergessen, was das Zweite ist. Aber ich glaube, dass der demografische Wandel das große Thema wird, nämlich wie lange können die Renten zuverlässig ausbezahlt werden. Und ich glaube, dann ist Stimmung in der Bude, wenn die dann existierende Bundesregierung sagt, meine Damen und Herren, wir bitten um Ihr Verständnis, aber die nächsten 3 Monate sind wir ein bisschen klamm. Ja? Also nach dem Motto Bye-bye Boomer. Denn jeder zweite Deutsche ist älter als 45. 10 Millionen Babyboomer gehen in Rente, gut ausgebildet, Pensionsansprüche. Ich wüsste nicht, was eine große Vision irgendwie. Ich höre da, und wir müssen die ausgestreckte Hand von Macron ergreifen. Ja, vielleicht müssen wir das. Aber was dann? Was ich viel interessanter finde, ist, dass unsere französischen Freunde gerade diese Richtigkeit des Satzes, dass das Internet ist für viele von uns Neuland, bestätigt haben von Angela Merkel. Wenn Sie es mitgekriegt haben, der französische Bürgermeisterkandidat für Paris, der masturbiert hat auf einem Video, das weggeschickt hat, weil er glaubt, nach 10 Sekunden ist es gelöscht. Ja, da sieht man, wie richtig dieser Satz ist. Das Internet ist Neuland. Ja? Ich sage möglichst wenig große Ideen, denn die Erfahrungen damit sind nicht allzu gut.
War das tosend? Nein. Ja. Ja. Die von mir in dem Buch interviewten, den habe ich das Buch wie Ihnen ja auch nach Erscheinen zugeschickt und ich habe zum Teil auch Feedback bekommen. Ja. Ja, unter anderem auch explizit in Bezug auf Sie. Ja, oh. Ja. Zweierlei Urteile will ich gerne vorlesen. Vielleicht, ja, vielleicht können Sie erschließen. Wer es ist? Ja, ich darf Ihnen nicht sagen, weil das, ja, okay, also, ja, vielleicht wissen Sie es trotzdem. Das, ja, eine ist der um keine Pointe verlegene Schmidt. Ja. Das andere ist Schmidtchen zu allseitig. Ja. Also finden Sie sich da, wenn Sie sich da wieder? Selbstverständlich, das ist ja mein Erfolgsgeheimnis, dass ich in beiden mich wiederfinde. Ja. Ja? Wenn Sie sozusagen auf der Frequenz segeln wollen, können Sie sich nicht von Kritik allzu sehr beeinflussen lassen, sondern Sie müssen auch den Satz, der ist ja das Letzte, als Zustimmung empfinden. Ja? Weil sonst weinen sie in der Ecke und treten zurück mit dem Satz, ich wollte das Amt nicht beschädigen. Ja? Das geht nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wer es sein könnte. Der zu allseitige ist vielleicht ein Zacken zu gesucht, ja, in der Formulierung. Aber ich würde schon sagen, das trifft es. Ja. Jetzt muss man zu guter Letzt, das darf ich nicht vergessen, weil sonst ist der Verlag auch traurig, ja, ja, weil der heimliche Sinn dieser ganzen Veranstaltung ist ja nicht, dass wir hier, sondern dass sich das Buch verkauft. Wie verkauft es sich denn bisher? Ja, also ich sage jetzt mal so, okay. Ja. 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 Also das verträgt schon noch einen gewissen Push. Ja. 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 Und den erhoffen wir uns und ich persönlich mir natürlich auch von Ihnen. Es wird ja dann gerne mal irgendwo hinten drauf geschrieben oder sowas. Ob es nun ernst gemeint ist oder nicht, kann man ja daraus nicht ersehen. Harald Schmidt, Doppelpunkt, fantastisches, ja, Buch. Ja, ist aber so eigentlich schon ein Kassengift, ne? Nein. Besser als wenn es gar keiner sagt. Habe ich was draufgeschrieben? Nee, eben nicht. Ja, nee, da, es fehlt ja noch was. Ja, ja, aber ich finde ja, das, also wenn ich wo so lese, die Hauptdraufschreiber sind ja Eckart von Hirschhausen, mhm, und so, und dann weiß ich schon, ups, ja, also wollen Sie das wirklich haben? Ich glaube nicht. Ja, wir können ja mal sagen, ob wir es dann nehmen, können wir immer noch entscheiden. Ja. Ja. Aber Sie können ja, oder ich frage es jetzt mal ganz, finden Sie das Buch in Ordnung? Na, das ist jetzt kokett. Ja. Weil natürlich ist, ja, das Buch sehr gut. Ja. Es sind zumal die Interviews, die ich alle schon in der Zeitung gelesen habe und auch, was Sie sozusagen über Ihr Handwerk offenlegen. Ja? Sie lassen ja da die Instrumente sichtbar werden. Das finde ich fast einen sehr großzügigen Vorgang für jemanden, der vielleicht, wobei, man muss es ja trotzdem können. Man kann das ja lesen, was Sie da empfehlen, wie man ein Interview angeht und kann es trotzdem nicht. Und es ist ja auch ein Abriss über, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre oder so, Zeitgeist, Zeitgeschichte und Leute, wo man heute vielleicht sagt, ups, wer war das denn? Zum Beispiel Schmidt. Ja, wenn jemand Spaß an Sprache hat, wenn jemand sich vorstellt, wenn er ihr Vorwort liest, wie sie an ein Interview rangehen und wie das in der Praxis aussieht, dann ist das ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Buch. Ja. Das reicht. Ja. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne das hinten drauf schreiben, was Herbert Feuerstein auf das erste Taschenbuch von mir geschrieben hat. Dieses Buch darf in keinem Haushalt fehlen, in dem am Tischbein zu kurz ist. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist ein sehr würdiger... Das ist ein sehr würdiger Abschluss unseres Gesprächs. Ich will die Gelegenheit noch ganz kurz nutzen, um natürlich Ihnen zu danken, ich habe es selten erlebt, dass jemand derart unkompliziert und unprätentiös diese Sache gemacht hat. Also ganz herzlichen Dank dafür, dass das geklappt hat. Thanks for having me. Thanks for having me. My pleasure. This book, fantastic. I love this book.
This book is fantastic. I love this book. Vielleicht noch ein Original-Trump-Zitat. Wie Trump verdient den Mitarbeiter? We knew he was good, but we didn't know he's that good. Und natürlich will ich auch ganz herzlich dem Herrn Idrisovic danken. Ohne den, das muss man auch ganz klar sagen, dieser Abend überhaupt nicht zustande kommen wäre, nicht nur wegen der Organisation, sondern überhaupt von uns wäre gar keiner auf die Idee gekommen, sowas überhaupt zu machen, wenn nicht Sie. Ja. Am Tresen.